rufe auf den Tagesordnungspunkt 82, Aktuelle Stunde Fraktion der AfD, Äußerung des hessischen CDU-Generalsekretärs und MDL Manfred Penz über Märzdschihadisten und bereinigte Volkswirtschaften, Drucksache 204956. Der Kollege Lambrou hat das Wort. Bitte sehr, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der hessische CDU-Generalsekretär und Landtagsabgeordnete Manfred Penz sieht coronabedingte Pleiten als begrüßenswerte Marktbereinigung und hat Mitglieder seiner eigenen Partei als März-Dschihadisten bezeichnet. Dschihadisten setzen Terror gezielt ein, um ihre Agenda durchzusetzen. Für sie ist Gewalt ein wesentliches Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Forderungen. Ob Manfred Penz diese Definition des Verfassungsschutzes im Kopf hatte, als er Anhänger von Friedrich Merz in der CDU als März-Dschihadisten bezeichnet hat, wissen wir nicht. Es ist aber zweifelsfrei schon ein erstaunlicher Vorgang, wenn der Generalsekretär einer Partei große Teile der eigenen Mitglieder pauschal mit Terroristen gleichsetzt, die zur Durchsetzung ihrer Ideologie über Leichen gehen und morden. Noch erstaunlicher ist, dass ein solches Verhalten von Parteiführung und Funktionären geduldet wird, indem Herr Penz sich lediglich entschuldigen musste, anstatt sofort von seinem Amt zurückzutreten. Elmar Brok bezeichnete die Werteunion im Februar 2020 als Krebsgeschwür. Der CDU-Generalsekretär Manfred Penz nennt Anhänger von Friedrich Merz März-Dschihadisten. Diese Liste ließe sich fortführen. Der ehemalige, langjährige hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Wagner bringt es in seiner Kritik auf den Punkt. Er nennt diese Entgleisungen Entfernung aus der demokratischen Sprachkultur. Die gezielt an die Öffentlichkeit durchgestochenen internen Aussagen von Herrn Penz ermöglichen einen erschütternden Einblick in das Innenleben der christlich-demokratischen Union. Mit dem Dschihadistenvergleich für Merz-Anhänger sind große Teile, wenn nicht sogar die Mehrheit der CDU-Basis betroffen. Diese wünschen sich lediglich eine CDU, die wieder konservativer und basisdemokratischer wird. Was für ein Vergehen! Hätte die CDU-Basis den Parteivorsitzenden gewählt, hieße er übrigens sehr wahrscheinlich Friedrich Merz. Doch in der CDU regieren Parteifunktionäre die Basis. Mit Angst vor Ausgrenzung werden demokratische Regungen massiv erschwert. Dass es so schlecht um die innerparteiliche Demokratie der CDU bestellt ist, zeigt auch eine kürzlich erschienene Investigativrecherche des liberal-konservativen Magazins Tichys Einblick. Dort wird eindrücklich beschrieben, wie die Meinungsvielfalt in der Frankfurter CDU unterdrückt wird und Parteifunktionäre über die einzig gültige Wahlmöglichkeit wachen, indem sie schon frühzeitig Andersdenkende ausgrenzen. Wie kann eine Partei mit solchen innerparteilichen demokratischen Defiziten eigentlich noch glaubhaft als konservative Volkspartei auftreten? Für viele CDU-Wähler in Hessen könnte die Aussage von Herrn Penz das Fass endgültig zum Überlaufen bringen. Und das gilt auch, meine Damen und Herren, für konservative Unternehmer. Diesen dürften nicht entgangen sein, mit welchem Zynismus Herr Penz die schwindende Existenzgrundlage seiner Bürger als Vorgang der Bereinigung begreift. Durch die teilweise völlig überzogenen staatlichen Lockdown-Maßnahmen sind viele Handwerker, Gastwirte und Gewerbetreibende unverschuldet in Existenznot geraten. Dafür ist die CDU teilweise mitverantwortlich. Dass Herr Penz diese Existenznot nun intern als Marktbereinigung bezeichnet, die er gerne zugelassen hätte, zeigt, dass er von diesem Thema offensichtlich überhaupt keine Ahnung hat. Ludwig Erhard würde sich im Grabe umdrehen, wenn er diesen zynischen Penz-Unsinn hören könnte. Aus meiner Sicht ist die CDU eine Kaderpartei, die nach außen zwar lebendig wirkt, nach innen aber am eigenen Zynismus gegenüber den Bürgern langsam erstickt.
Die AfD in Hessen steht hinter den kleinen und mittelständischen Unternehmern und deren zahlreichen Angestellten. In einem Grundsatzpapier unserer Partei fordern wir, dass weite Teile des Handels und der Gastronomie unter Maßgabe der Hygienevorschriften, die von den Betreibern unter viel Aufwand erstellt und angewendet wurden, sofort wieder öffnen dürfen. Wir brauchen weniger Corona-bedingte Pleiten. Wir brauchen eine prosperierende Wirtschaft. Wir brauchen weniger Zyniker wie Herrn Pentz und mehr sich kümmernde Politiker wie zum Beispiel Volker Richter von der AfD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abgeordnete Rolf Kahnt. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Tage in diesem Haus, die sind arm an Höhepunkten. Wenn es beim Inhaltlichen an Substanz fehlt, muss anderes herhalten. Wenn jemand stolpert oder gar hinfällt, dann entspricht es eigentlich dem Gebot der Menschlichkeit, dem Gefallenen beim Aufstehen wieder aufzuhelfen, statt etwas zu instrumentalisieren, weil es um die Würde geht, die jeder von uns allen hier hat. Und selbstverständlich, es geht auch um Empathie. Das ist das ganz Normalste, um das wir uns hier in diesem Haus übrigens in sehr, sehr vielen Fällen immer kümmern. Es geht um das Wohl der Menschen. So, und wenn es in diesem Landtag um das Wohlergehen der Menschen geht, dann machen wir bestimmt hin und wieder auch Fehler. Fehler macht jeder von uns, das ist menschlich. Übrigens, zu verzeihen gehört zu den schönsten menschlichen Eigenschaften. Wir kennen das. Wir kennen das, dass mitgeschrieben wird, dass Fotos existieren. Fehlte zu allem eigentlich nur noch eines, eine Empfehlung an die CDU. Sie solle mit Verfehlungslisten beginnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Kahnt. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr.